Ich möchte heute ein paar Steinbearbeitungsmethoden in der Welt zeigen, die einfach nur Fragezeichen hinterlassen, weil da sieht man zum Beispiel eindeutig, die haben sich das einfach da rausgeschnitten. Und bitte, also wirklich, die Archäologie stellt sich einfach dumm oder schweigt komplett, weil die wollen ihre Posten natürlich nicht verlieren. Manche Archäologen auf der Uni kann man manches sowas gar nicht wahrscheinlich erzählen, ne? Da wird man gleich wahrscheinlich in die Däniken-Ecke reingeschoben und haha, Aliens. Nein, das waren wir. Oder vielleicht mit irgendwelchen Helfern. Ich weiß nicht. Es ist im Endeffekt egal, ob das da Eskimos gemacht hätten, Afrikaner oder Aliens, weil es geht hier eigentlich nur darum, dass es vor tausenden Jahren schon eine hochtechnologische Zivilisation gab. Und das, was man hier sieht, sind nur die Reste davon. Natürlich ist vieles dann spurlos verschwunden. Was denkt ihr, was aus unserer Welt bleibt hier, wenn wir jetzt den Dritten Weltkrieg hätten? Was denkt ihr, wie das in 5 oder in 10.000 Jahren hier aussieht? Das ist alles Staub. Die haben da viel, viel länger gebaut, ne? Aber gut, ich möchte mich hier nicht aufregen, ich würde das mal so gesagt haben. Ich zeige jetzt mehrere Bilder, die eindeutig Steinbrüche auch zeigen. Ich habe hier alles durcheinander gemischt. Das wird auch eine Überraschung. Ein bisschen Ägypten ist auch dabei. Mal gucken, was das nächste Bild jetzt liefert. So werde ich das einfach machen. Ich habe die echt nicht geordnet. Zack. Nicht schlecht, weil. Guckt euch das an hier. Wie abgeschabt. Also. Diese Vertiefungen. Das ist jetzt nicht so. Naja, da macht es vielleicht noch nicht so Klick im Kopf. Aber man merkt schon und denkt sich, wieso haben die diesen Stein so teilweise, ne, hier Vertiefung gemacht, hier sowas. Das waren natürlich die Steine, die schon davor gedient haben, um Blöcke rauszuholen und auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben die ja immer wieder versucht, dieses Werkzeug, das habe ich ja letztens schon gezeigt, das irgendwie einzustellen, damit das richtig funktioniert. Weil ich sag euch, hier sieht man das nicht so gut. Ich gehe mal direkt weiter. Ja, das wollte ich jetzt nicht haben. Das zeigt uns hier wirklich eindeutig, hier sind die ein bisschen daneben irgendwie, haben die ein bisschen gefuscht oder so, keine Ahnung, das gibt es ja oft diese Stellen und die sind eindeutig, das ist keine Erosion oder sowas. Das ist einfach rausgeschmolzen und zwar, ich weiß ja nicht, ich will ja nichts unbedingt von Laser sprechen, weil wir kennen die Lasertechnik. Aber das ist trotzdem alles primitiv, was wir bis jetzt können, weil man sieht, was wir machen damit. Also das wird halt nicht so benutzt. Im Steinbruch, denkt man, gibt es natürlich verschiedene. Es gibt auch Hightech, alles so mit Sägen, dies, das, aber vieles wird mit Hand gemacht und sowas kriegt man gar nicht hin und sowas baut man heute auch nicht. Ja, obwohl das für die Ewigkeit wäre, für tausende Jahre, für Generationen. Und da produziert man auch keinen Müll dabei und so, ne? Und so weiter und so fort. Aber hier sieht man deutlich, dass hier irgendein spezielles Werkzeug benutzt worden ist. Ich zeige jetzt ein bisschen mehr, vielleicht hier, zack. Ja, gut. Guckt euch das an. Ja, Hammer und Meißel, ja, hatten die ja, ja, angeblich, ne? Kupfer oder was haben die da angeblich gehabt? So Weichmetalle. Genau. Und so einen harten Gestein mit dieser Präzision, vor allem die Notwendigkeit, muss man sich vorstellen, wie bescheuert das ist, was die uns erzählen. Für mich ist das eigentlich heiliger, sowas hier, als irgendein Kreuz als Beispiel, so, ne? Weil das hier eindeutig sagt mir, dass es was gab. Schon vor langer, langer Zeit, was höher war. Vielleicht geistig. Wahrscheinlich geistig waren die auch weiter als wir heute in Deutschland. Deutschland heute, 2023, ist ja finito, Game Over. Ich will nicht politisch werden, aber ist manchmal schwierig. So, ich gehe mal weiter, aber gut, das ist jetzt kein Beweis. Das ist jetzt Dendera, das zeige ich euch was. Das ist wieder, ne, wie diese Stromsymbolik, die habe ich mal gezeigt, da wo diese Birne zu sehen ist. Hier seht ihr das. Was ist das hier? Guckt euch das an, das sieht technisch aus. Vielleicht ist das natürlich dann schon kultiviert worden. Passt gar nicht das Wort, aber es wurde praktisch vielleicht zum Kult. Vielleicht verstanden die Leute das irgendwann gar nicht mehr. Oder das Ding hat nicht funktioniert und so weiter. Ne? Das kann man sich vorstellen, wenn heutzutage unsere Zivilisation aufhört zu existieren.
dann würden ein paar Sachen noch lange funktionieren. Also die Lager sind ja teilweise voll mit bestimmten Gegenständen, die nach langer Zeit auch funktionieren würden. Aber gut, jetzt weiß ich gar nicht. Das hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich war in Peru. Oh Mann. Ja, gehen wir weiter. Und hier zum Beispiel. Ja, ist ein bisschen chaotisch das Video, aber es geht ja um Steinbearbeitung. Und gleich komme ich zu Dendera-Tempel nochmal. Hier seht ihr das. Die haben sich das einfach so rausgeschnitten. Das war keine uns bekannte, offiziell bekannte Technik. Ich gehe mal weiter hier. Hier seht ihr das, diese Präzision. Ich habe ja schon mal gesagt, die Dinger sind nicht geschmolzen, die sind nicht gegossen. Das ist absoluter Blödsinn. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt so in diesem Jahr so viel gelernt über Granit, heute wieder und ständig. Wenn ihr das einmal auf 500 Grad erhitzt sogar, zum Beispiel so eine Granitplatte, also wenn ihr da so einen Topf abstellt, dann platzt das Ding. Schon bei 500 Grad kann das platzen. Granitschmelze ist bei deutlich höheren Temperaturen, aber das Quarz da drin, ne, das verändert die Struktur, irreparabel geschädigt wird das. Man könnte es nicht gießen. Ich wusste es schon davor, aber je mehr ich es überall weiß, desto blöder klingt das. Hat überhaupt nichts mit Gießen zu tun und man sieht das gleich deutlich, ganz deutlich hier. Das war zum Transport und man hat sie nicht immer abgemacht. Ich habe ja gesagt, die waren halt nicht immer so, war denen wohl egal. Ne? Die haben was gebaut, das war super. Sowas bauen wir heutzutage nicht. Wir bauen nur Müll und brauchen Ewigkeiten dazu. Und vieles wird mit Computer berechnet und ich habe so viele gesehen, so viele neue Gebäude, wo Dächer einstürzen, wo ein bisschen Schnee kommt und so. Ich will echt jetzt nicht alles schlecht machen. Vieles ist gar nicht so übel, bla, weiter geht's. Weil ich will ja echt nicht negativ klingen, aber wenn ihr das aus meiner Perspektive so sehen würdet, die Welt mal für einen Augenblick, für eine Stunde, dann könntet ihr mich besser verstehen. Und ich zeige euch jetzt, wo diese Dinge auch noch rausgeschnitten worden sind. Also ist dann finito Tortellini, wollte ich schon sagen. Passt gar nicht, aber ja, das wurde bestimmt nicht gegossen. Ich gehe mal weiter jetzt. Das ist hier sehr interessant. Was meint ihr, wo wir hier sind? Das ist so eine Frage, so ein Rätsel. Mache ich weiter. Und hier ist endgültig Tortellini. Nach, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin irgendwie eigentlich gut drauf, aber irgendwie so ein bisschen aggressiv. Nicht, also nicht aggressiv, sag mal bissig. Guckt euch das an. Das ist kein Kult hier. Das ist ein Steinbruch. Hallo. Aber ein sehr alter natürlich. Deshalb, nein, nicht alles sieht man hier. Ist ja super gerade. Aber könnt ihr euch diese Treppe, das ist keine Treppe. Deshalb sage ich ja bei manchen so Treppen, war ich hier, genau wie hier. Yonaguni zum Beispiel sind so große Treppen, das macht keinen Sinn. Das ist auch ein Steinbruch, der unter Wasser ist. Nun guckt euch an, wie die hier das rausgeschnitten haben. Überlegt euch mal, selbst wenn wir jetzt das Datum ganz, ganz vorsichtig sagen wir mal, das ist nur 1000 Jahre her, was natürlich Quatsch ist, weil die Inka und so, die haben dann solche Steine hier benutzt. Also die waren deutlich primitiver, aber es geht nicht darum, dass ich das Volk jetzt irgendwie primitiver machen will. Ich hätte es auch so gemacht, wahrscheinlich, weil ich kann jetzt keine großen Blöcke hier rausschneiden, ne? Oder hier auch die kleineren. Aber was war das für eine Technik? Hm? Und ja, was sagt ihr dazu? Hier, guckt euch das an. Das ist ein Steinbruch. Und wir haben die das hier rausgeschnitten. Und ihr habt ja die Blöcke da gesehen in der Mauer. Moment, ich gehe mal weiter. Da haben wir es zum Beispiel, da haben wir ein Gebäude, wo dann Spanier schon kamen und die haben schon moderne Technik angeblich mitgebracht. Guckt euch das an. Ups. Guckt euch das an. Das ist hier das Älteste. Das glänzt ja fast schon. Und das ist das Neueste hier oben. Da wurde eine Kirche drauf gebaut. Und die haben natürlich hier einige Blöcke noch benutzt. Die guten haben die natürlich aus dieser Zeit, aus der Technik. Aber die selber haben da praktisch, ja, sowas gemacht wie vor 5000 Jahren auch teilweise unsere Vorfahren. Die Megalith-Bauwerke sind natürlich eigentlich besser gemacht. Trockenmauerwerke als das hier.
Also die modernste Baukunstsäge ist die primitivste und die würde auch am kürzesten halten, weil Zement und so, da gibt es Probleme mit Salz, dies, das. Ich habe das viel gelesen. Ich bin noch zu unerfahren, um jetzt das zu erklären. Und ich glaube, das langweilt auch die meisten. Aber selbst wenn man Zement hier auf Stein zum Beispiel jetzt flickt, das ist Katastrophe. Das habe ich gesehen hier in der Altstadt. Und das bröselt dann immer weiter raus. Also Zement zerstört Gestein eigentlich. Eigentlich ist das totaler Fusch. Aber ich würde sagen, das ist unsere moderne Technik hier aus Europa. Das ist vielleicht 400 Jahre alt oder so. Schätze ich mal einfach irgendwie grob. Und das hier ist tausende Jahre alt. Und das haben garantiert auch nicht diese Menschen hier, die genauso vor 500 und vor 1000 Jahren gekleidet waren. Und das hat sie auch gar nicht interessiert. Sie hätten sowas gar nicht gebaut, weil sie das gar nicht für nötig halten würden. Und auch wir hätten das hier nicht gebaut. Ja, das ist dieser Cut. Ich wollte ich mal aus der Nähe mal zeigen, ne? Dass man sieht, dass das nichts mit Erosion zu tun hat, sondern das war so richtig wie eine Strahlenwaffe oder Werkzeug. Ob das Absicht war, ob das. Also keine Ahnung, ich wollte das einfach nur gezeigt haben. Gerade in Dendera, in den Tempel, haben wir Granittreppe, ich habe das recherchiert, die geschmolzen ist. Und zwar eindeutig, genau wie hier. Die ist nicht abgenutzt hier, weil. Klar, ähnelt das erstmal ein bisschen so, nur Granit muss man, so ein Tempel, da waren nicht zigtausende Menschen schon unterwegs, bevor das entdeckt worden ist. Ne? Aber ihr seht, Granit ist geschmolzen, bei Wikipedia wird das komplett weglassen, natürlich das Foto, das Thema erwähnt man gar nicht, weil was soll man dazu sagen? In den Tempel, wo Energie praktisch, sag ich mal, nicht Waffen, sondern Werkzeuge, wie auch immer, irgendwas Technisches gezeigt wird, auch mit Strom. Ausgerechnet dort ist diese Treppe, ne? Und hier ist die deutlicher zu sehen und das ist richtig geschmolzen. Wie ist das passiert? Und wieso ist das dort passiert, in diesem Tempel? Also, hier haben wir zum Beispiel etwas Algeria. Gut, dass das hier steht, weil das ist in der Sahara. Ihr seht, die sind nicht nur geschnitten, die Steine. Die Schälen sind auch offiziell künstlich gemacht. Aber dann haben wir wieder mitten in Sahara, also in der Sahara, was liegt da alles noch unter dem Sand? Ne? Das wollte ich einfach nur mal reinbringen, zu zeigen, dass es überall zum Beispiel auch Schälchen gibt oder bearbeitete Steine. Es gibt auch diesen bekannten durchgeschnittenen großen Block da mitten in der Wüste. Kein Mensch weiß, wieso, weshalb, warum. Das wird auch gar nicht behandelt, deshalb von der Archäologie, weil das ist wirklich für die so ein. Die gucken da wie so Schimpansen, ne? Wenn du denen zum Beispiel eine Banane, eine Tomate reintun würdest, dann würden die auch so gucken. Deshalb laufen die weg oder grinsen, ne? Die Primaten, weil sie haben ja Angst. Sie können ja was verlieren. Sowas behandelt man nicht, über sowas redet man nicht. Und das ist einfach, ihr wisst ja, entweder ist man ein Spinner, ne? Oder man ist gelehrt an der Uni und behandelt sowas gar nicht. Ja, muss ich mal gesagt haben. Obwohl ich weiß, dass es jede Menge Menschen gibt, die ganz offen reden und Theologen und auch Professoren, die dann doch sich für so Thematik interessieren und eventuell auch Bücher schreiben oder so. Aber das kann man nicht offiziell machen. Also kann man so nebenbei machen, ne? Und trotzdem muss man aufpassen, dass man nicht seinen Job verliert. Ist so. Das ist das Ähnliche wie die Piloten, die dann der japanische Pilot. Der dann seinen Job verloren hat, weil er über UFOs geredet hat. Das ganze Flugzeug hat es gesehen, auch der Co-Pilot, alles. Aber der war als labil und durfte ab dann im Büro arbeiten, weil über sowas redet man einfach nicht. Ist doch nicht normal. Hier wollte ich nochmal sowas zeigen hier. Na, da seht ihr, da sind die Steine. Und hier haben die sich einfach bedient. Das ist weder eine Treppe noch irgendwie so kultisch. Das ist einfach ein Steinbruch. Wo die Platten sind, keine Ahnung. Das ist mehr so Richtung Pumapunku, weil die sind da so glatt und so diese. Die haben wieder anderes Design, ne? Ich weiß nicht, ob sich das mit der Zeit gewechselt hat oder so. Und bei den Sternbohrungen ist das wieder anders, ne? Bisschen. Aber man weiß ja nicht im Endeffekt, wo das Granit gelandet ist, was sie da abgebaut haben, was sie daraus gebaut haben. Vielleicht ist das irgendwo, ne, komplett zerstört, abgebaut oder irgendwo unter der Erde wahrscheinlich einiges noch.
Ja, und dir nochmal, ich habe das schon mal gezeigt, aber Kurusha-san, das sollen, ja klar, das waren Indianer, haben das gemacht mit Kupferwerkzeug oder so, mit Feuerstein haben die das reingekratzt. Guckt euch das an, wie das aussieht, Mann. Das ist absolut technisch. Ich will jetzt gar nicht, was soll ich hier viel drüber erzählen, ich wollte das mal reinbringen zu der Thematik und hier sehen wir den Unterschied unserer Technik. Und die ganz alte. Ja. Das merkt euch das jetzt. Das ist in Südamerika. Ne? Es gibt auch dort viele Scheintüre und so. Genau das hier, ne? Ja, und jetzt zeige ich euch was. Ja, jetzt bin ich wieder bei indianastones.de, weil er hat einfach ein paar Bilder schon vorbereitet. Und ihr seht, es gibt auch diese komischen Abbauspuren oder warum auch. Hier sieht man die einfachen Bearbeitungsspuren und hier ist das geglättet. Das sagt eigentlich nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass da einige Spuren sind hier, Moment, da denkt man sich hier, was war das erstmal? Was ja nicht so jetzt ist vielleicht, aber ich wollte vor allem die Höhenkammer zeigen. Und da haben wir genau die gleiche Bearbeitungsspuren. Ich habe leider letztens die Fotos gelöscht, deshalb muss ich das jetzt wieder machen, weil sonst suche ich es wieder eine Stunde. Und das ist eine völlig andere Technik. Das ist natürlich die älteste wieder. Aber das Besondere ist für mich hier diese Scheintür. Das ist jetzt endgültig, sieht das dann aus wie in Südamerika irgendwie. Und da haben die vielleicht später, weil das ist ja gesprengt, sogar offiziell auf Wikipedia steht, dass das gesprengt worden ist. Wie, wann, wo, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Karl der Große war. Irgendwie bezweifle ich das auch. Aber da fehlt ein ganz großer Stück von dieser Kammer. Und hier wurden später vielleicht Holzpfosten reingemacht, damit man so ein Dach hat, weil das war eine Zeit lang so ein Schloss war das auch zeitlang. Aber das war ja schon alles und die Zerstörung war ja auch schon da. Nur die Sache ist, die Scheintür, was macht das hier für einen Sinn, ne? So viel Arbeit und die Bearbeitung vor allem. Völlig was anderes wieder. Komischerweise wird das kaum, wenn man so externe Steine guckt, dann wird das oft weggelassen. Also auf den Bildern, wo ich jetzt bei Google geguckt habe, war sehr schwierig zu finden. Hier noch vielleicht so eine Nahaufnahme von der Höhenkammer. Nochmal hier der Riss. Und hier sieht man, die haben das da auch schon irgendwie abgekratzt, wahrscheinlich vielleicht damit das nicht so rausragt. Aber es wurde zerstört, wie man sieht, und was für eine Kraft das gewesen sein muss, ne, wieder. Und wozu haben die halt so eine Scheintür gemacht? Und wieso haben die so sauber gearbeitet? Guckt euch die Wand hier an. Das ist super glatt. Hier sieht man auch gut, da fehlt ein ganzes Stück davon. Hier ist wieder die Scheintür, ne? Da haben wir die glatte Wand. Hier hinten ist dieser komische Altar oder was das sein soll. Und hier haben die sich auch meterweit durch den Felsen gegraben, für das Fenster da oder die Öffnung. Hier nochmal von der Seite. Hier fehlt irgendwie alles. Vielleicht war hier das verbunden sogar irgendwie. Wer weiß auch, wie hoch das war. Aber es geht mehr um diese Bearbeitungsspuren. Hier ist nochmal so ein Grundriss von dieser Höhenkammer. Hier diese glatte Wand. Und hier haben wir diese Scheintür. Und die scheint auch. Die Scheintür scheint. Ja, das sind die Bilder von Wikipedia. Dann will ich mal. Ja, das ist halt die Kammer hier oben. Und man sieht, hier fehlt ganze Felsen. Hier fehlt auch was. Wer weiß, ob das nicht hier sogar verbunden war. Weil hier fehlt. Vielleicht fehlt hier 50% von diesem Bauwerk oder so. Und wer weiß, was hier war alles noch, ne? Nur die Frage ist, wer hat das da gemacht? Vor so langer Zeit. Wieso wurde das dann zum Kult? Tausende Jahre lang. Weil es schon irgendwas war, was den Leuten total, ja, wahrscheinlich rätselhaft vorkam und so. Weil von nichts kommt nichts. Ist bis heute so. Bis heute pilgern zu vielen solchen Orten, selbst Königsteiner Berge und so, da sind tausende Leute im Jahr. Wenn schönes Wetter ist, da sind sie überall. Die gehen da nicht in die Kirche oder so, die gehen dahin.
Das hat auch nichts gebracht, das alles zu zerstören, weil das immer noch, genau wie das hier, die Externsteine, immer noch, ne, unglaublich hohe Besucherzahlen pro Jahr. Und wie man hier sieht, diese sogenannten Grotten, die wurden vielleicht dann auch künstlich erweitert oder sonst was, keine Ahnung, aber man sieht, die sind auch schon von der Bauform irgendwie völlig anders. Und hier diese Nischen und so, das, ja, das gehört auch wahrscheinlich zu der alten Technik, die so präzise war. Und später haben sich alle möglichen Leute niedergelassen, ne? Je nachdem, was gerade Mode war, was für eine Religion. Für mich selber Erkenntnis, ne? Ist das, bin zu gewisser Erkenntnis gekommen, bin auch nicht der Einzige und versuche das einfach so den Leuten zu zeigen, präsentieren, sollen selber nachdenken, gucken, aber das ist diese Ähnlichkeit und das ist einfach zu deutlich und dann weltweit noch, ne? Ja, hier ist die Hirnkammer und hier seht ihr das, hier unten, das ist auch glatt wieder, da fehlt auch was. Also hier ist auch was weggebrochen, da ist was weggebrochen. Wann ist das passiert? Ich sehe gerade hier oben irgendwelche Rillen so. Moment mal. Wir sind auch nur dort, ne? Ja, aber das ist jetzt reich erstmal. So. Ja, hier wollte ich mal zeigen, dass das eine Zeit lang hier so ein Jagdschloss war. Aber wie man sieht, war das schon alles glatt hier und auch schon zerstört. Aber hier fällt das auch sehr auf, wie unterschiedlich das ist hier, ne? Dieses. Aber hier, was ist das für eine Statue? Da steht auch irgendwas drin. Gut. Aber man sieht, das gab es schon vor 100 Jahren, sah es genauso aus. Aber das wollte ich schon mal zeigen, weil hier gefundene Urnen und Waffen, ne, zum Beispiel hier, genau sowas hat man auch hier in Königsteiner Bergen gefunden, halt in diesen, in den Totenstein zum Beispiel, in diesen Felsspalten, hier auch so ein Hammer und sonst was. Waffen, keine Ahnung. Ich sehe keine Waffen irgendwie. Ich sehe, das könnte eine Waffe sein, aber ich glaube, das ist eher ein Werkzeug. Gut, ist auch egal, ne? Wie man sieht, sind da auch jedes Jahr, ne, tausende Menschen auch so zusätzlich kommen. Es kommen ja nonstop Leute eigentlich, auch Touristen und sonst was, aber es treffen sich auch immer verschiedene Leute natürlich. Was weiß ich, Esoteriker sind da bestimmt auch dabei und sonst was, aber man sieht, dieser Platz ist durchgehend seit tausenden Jahren ein Kultort. Egal, was man da zerstört hat, es hat nicht geklappt. Haha. Kirche. Ich glaube, ich sage schon mal Tschüss.